Also als allererstes machen wir wie immer, dass wir raten, wie viele Blitze wir bekommen und wie viele Net 5s wir bekommen. Und das können wir alle gemeinsam machen. Schreibt es einfach in den Chat. Wir haben 2 garantiert hier. Dann haben wir 8 garantiert hier. Das heißt insgesamt 10 garantierte Blitze. Die können wir oben drauf rechnen. Und dann 330. Uiuiui. Ich sage, wir kriegen 45 Blitze, okay? Ich bin hier, um Net 5 zu sehen. Die ziehen wir hoffentlich. 45 Blitze, sage ich. Ich schreibe es mal auch in den Chat. 45 Blitze. So. Und wir kriegen... Vielen Dank für den Sub, Lucy! 2 garantierte Net 5s kriegen wir. Und ich sage, wir kriegen hier auf diesem Account 4 Stück. 4 Net 5s. Also 45 Blitze und 4 Net 5s. Und wir können eigentlich auch noch LDs dazu kriegen. Hab aus der Trans eine Auswahl zwischen Bestat und Retail gehabt, hab Bestat genommen und hab sie auf hier gebaut. Ist auf jeden Fall gut. Also beides sind tolle Monster, aber ich glaube, ich hätte damals, wenn ich beide nicht gehabt hätte, hätte ich auch Bestat genommen. So, und ob wir einen LD-Blitz bekommen, da sage ich, wir kriegen einen LD. Okay, also finale Auswahl, 45 Blitze, 4 Net 5 und ein LD-Blitz. Wir beginnen jetzt. Sky, ganz viel Glück. 3, 2, 1, let's go, baby! Wow, erster MS direkt im Blitz, das ist Was? Das ist Austin! Was? Das ist die erste MS, ey, das gibt's doch nicht. Oh mein Gott! Damn! Ja, also man muss nur eine MS öffnen, da kommen direkt die Net 5s. Aber leider Double Duke, das ist nicht so schön. Sky, es tut mir leid. Wen hättest du denn gerne? Als Dupe. Und sollen wir den gegen einen Dings umtauschen? Das ist die andere Frage. Aber trotzdem Glückwunsch zum ersten Net 5. Links. Also ich kann sagen, wenn ich nehmen würde, ich würde den nehmen. Ich würde den nehmen. Der ist auf jeden Fall ganz gut. Und den mag ich einfach nehmen und dann Blessing. Okay, ich nehme einfach den, den ich nehmen würde. Ich finde den Feueraffen richtig cool. Der ist halt spaßig. Der andere ist auch ganz nice. Aber mir persönlich für mich ein bisschen zu lame. Obwohl der trotzdem ziemlich gut ist. Wo kann man das Ding umwandeln? Nicht hier. Hier auch nicht. Wo ist das Gerät, ey? Shit. Hier. So. Es tut mir leid für alle, die das Net 5 gerne hätten. Oh. So, RIP Feueraffe, es tut mir sehr leid. Jamir Bro. Danke für den Follow, Viper Swiper. Also nichts gegen Jamir, ne? Ich mag den auch. Materialien hast du Gott sei Dank. Tauschen wir den direkt um. Wir haben einen Net 5 bekommen, das müssen wir gleich dazu zählen. Danke für den Follow, Gian. Ja, einen Net 5 müssen wir dazu zählen. Jetzt müssen wir hier noch umtauschen. Müssen wir dazu zählen. Weil wir es verfoodet haben. Okay, so. Weiter geht's. Das ging ein bisschen flott mit dem Net 5. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass wir in einer MS... Naja, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Ich habe aber auch nicht bei meinem Premium Pack damals gerechnet, dass ich in 11 Schriftrollen 2 Net 5s bekommen. Das war nicht mehr normal. Heaven. Oh, was zum Teufel? Zweiter Blitz, nächstes Net 5. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jeder Blitz ist heute ein Net 5. Was ist das? Ja, bin neu, was hast du gezogen? Feueraffe und Jamir, also einen von den beiden. Tari nehmen wir. Ist hoffentlich ein neues, ne? Ich glaube, der Stream ist sehr frustrierend für die Leute, die kein Glück haben mit Net 5s, ne? Ja, Tari, aktuell sind wir schon bei insgesamt 4 Net 5s plus die 2 Transzendenz. Aber, ja. Sieht sehr gut aus. Beides sehr gute Monster. Ich würde, wenn ich beide nicht hätte, würde ich den Chao nehmen, weil ich Chao richtig cool finde. Tari ist auch ein sehr gutes Monster. Aber
In meiner Spielweise verwende ich ihn viel zu selten. Ich habe ja beide. What the fuck, das geht ein bisschen zu krank los. Ja, find ich auch, aber besser so als andersrum, ne? Ich fühle mich, weil ich 200 Fives aus 150 Rollen gezogen habe, dann lese ich den Chat. Oh no, Heaven, ich habe auf 4 gesetzt. Wehe, du bekommst nur eins. Oh no, oh no. Okay, nehmen wir Tari. Erstmal Glückwunsch zum 905. Ja, Tari ist Meta, ja. Also, ich sehe die jetzt öfter. Danke für den Follow, Marlon. Ich sehe die jetzt öfter im GK auch, die Druiden. Also, Feuerdruide geht ja richtig ab. Aber, und danke für den Follow, Iguit Gamer, wie auch immer. Tari ist sehr, sehr stark. Das stimmt schon. Vielleicht sollte ich ihn öfter verwenden, genau wie Feuerpaladinen. Benutze ich eigentlich auch viel zu selten. Und ja, Feuer-Druide braucht man gar nicht zu sagen, ist sowieso aktuell sehr krass. Hi Lip und danke für den Follow Smetten. So, Gott sei Dank kriegen wir jetzt mal einen normalen Segen eingelöst, wie auch immer. Wen nehmen wir da? Ist eigentlich egal, oder? Ich frage mal. Oh mein Gott, Gratz, Tari ist einfach ein geheimes LD5-Star. Ich habe den zweiten von den Fives gezogen. Da kam das ganze Glück, dass ich das letzte Jahr nicht hatte. Hafer, Theor, Chibulio. Nice, egal. Okay, nehmen wir einfach den. Warum nicht? Diana öfter benutzen. Ja, meine Diana sollte ich auch öfter benutzen. Ja, ich sollte einige Monster öfter benutzen. So, wir kriegen einen Litchi. Oh, damn, das ist sofort mit 200 Fives. Losging, das war laut, dieser Sound, ey. Den höre ich so selten. Den müsste ich eigentlich mal wieder ein bisschen leiser einstellen. Wir sind in 13:13 und Lip, du hast 200 Fives in den ersten zwei Blitzen verpasst. Und das erste 100 Fives sogar in der ersten Rolle, ey. Das haben wir schon länger nicht mehr erlebt. Das haben wir schon mal erlebt in einem Video, aber es ist schon, ich glaube, 2 Jahre her oder so. Mindestens. Habt ihr in den letzten 2 Tagen? Ah, ist Beretta noch gut im TOA? Danke für den Follow Scherzkeks. Ja, klar, warum nicht? Also, ich benutze den da aktuell nicht mehr, das muss ich zugeben, aber ich finde Beretta nach wie vor ein sehr gutes Monster. Hallo, Evan, kannst du mir erklären, wie ich einen Segen der Beschwörung bekomme? Die gibt es bei manchen Events und ansonsten kann man die kaufen, indem man zum Beispiel ein Dupe Net 5 umtauscht. Es muss kein Dupe sein, aber macht man meistens mit Dupes. Indem man Dupes umtauscht gegen Kristalle und von diesen Kristallen kann man sich dann Segen kaufen. Aber meistens kriegt man die halt bei irgendwelchen Events oder so einfach so gratis oder wenn du Geld ausgibst und Pakete kaufst, dann kriegst du die auch gratis. Naja, nicht gratis, dann kriegst du die gegen Money. Wie sieht's aus? Würdest du es lieber weiter im S öffnen oder die beiden Transzendenz, damit die nicht verschwendet werden? Warte. Wie sieht es? Wieso verschwendet? Was meinst du mit verschwendet? Wir können auch gerne die Transzendenz machen, wenn du Lust hast. Ansonsten würde ich die ganz zum Schluss machen. Und hallo Gisela Senpai. Hallo. Hab aus 100 MS Meiho Wang, Tiana, Jamir und Sukhmet bekommen. Sukhmet. Insgesamt 7 auf meinen 3 Accounts. Nice. Also ich meine wegen dem Blessing, damit keine Dupes kommen. Also können wir gern machen, wenn du willst. Danke für den Follow, Heinrich. Aber ich glaube, es macht ja gar keinen Unterschied, ob jetzt hier ein Net 5 kommt und wir können dann zwischen zwei wählen oder ob es aus einer Transzendenz kommt. Oder? Also macht ja eigentlich gar keinen Unterschied, wo wir das Blessing nutzen. Und dann wird Follow. MoXA. Chat soll sich dazu äußern. Was hättet ihr lieber? Sollen wir erst die MS öffnen oder sollen wir die Transzendenz direkt raushauen? I don't know. Ich würde die Transzendenz zum Schluss machen, aber ihr dürft entscheiden, wie Sky gesagt hat. Trans. Also es macht wirklich keinen Unterschied, ne? Außer wir könnten als erstes eigentlich die Windschriftrolle machen, weil er sich eine Ciara wünscht als einziges. Deswegen könnten wir die mal machen, aber ne. Ich habe noch nie einen Segen aus einer. Doch, oder?
Hatte ich schon mal einen Segen aus einer Elementschublade? Wenn, dann einmal nur. Einmal, glaube ich, nur. Einmal. Wenn für Unbekannte. wie du sagtest, macht halt keinen Unterschied. Ja, macht halt wirklich keinen Unterschied. Aber wenn die Dupes in den MS kommen, ist das nicht so schlimm, da man die ja eh hinterhergeschmissen bekommt. Ach so, ich verstehe. Naja, wo du Sachen wie Regenbogen machen kannst, Herstellgebäude. Was? Würdest du einen zweiten Poseidon behalten, um ihn anders zu bauen als Tanky oder hergeben? Poseidon. Ich mag Poseidon, ich habe ihn nicht. Ich finde es schwierig, bei Monstern zu bestimmen, die ich selbst nicht habe. Ich glaube, ich würde nur einen Poseidon nehmen und den anderen fugen, denke ich. Welchen Advice hast du verpasst? Du hast Jamir, Feueraffe, danke für ein Follow. Jamir, Feueraffe, Ciao und Tari verpasst. Komplexe kann man haben. Weißt du, dass ich vernascht werde? Dann viel Spaß, würde ich sagen. Genieß es. Schön, dass du meine Stimme dabei hörst. Naja, einfach mal bitte Chat sagen, 1 für Transzendenz, 2 für MS. Okay, also, ihr habt jetzt die Wahl, sollen wir die Transzendenz sofort öffnen oder erst die MS? Wenn ihr erst für die Transzendenz seid, dann schreibt eine 1 rein. Wenn ihr für die MS seid, dann schreibt eine 2 rein und so lange mache ich MS auf. So, jetzt nicht mit den Zahlen durcheinander kommen, Markus. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1. Ich denke, ich warte noch ein bisschen. Ich mache so lange weiter mit deinem MS. Kann ja nicht schaden. Ich habe sogar so ein Abstimmungsding, aber ist mir jetzt zu kompliziert. Ich glaube, die meisten sind für 1. Dann machen wir die Transzendenz, wenn wir die 120 Monster fertig haben, ja? Dann gehen wir... Das wäre ein Dupe gewesen, wenn das bei der Transzendenz rausgekommen wäre. Ich sag's euch. Das wäre ein Dupe gewesen. Autsch, autsch, autsch. So, Food kann aber nicht schaden bei diesen ganzen Advice, die wir hier ziehen. Also von daher ist das nicht schlimm. Wir werden gleich die beiden Transzendenz-Schriftrollen raushauen, nachdem wir einmal beim Lager waren. Blitze sind sehr gut, muss ich sagen. So. Lager, wo bist du? Schön, dass heute nochmal die Sounds benutzt werden. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Hier oben ist das Lager. Okay, fangen wir die mal rein. Gott sei Dank ist sehr viel Platz im Lager. Das ist sehr gut. Ich hasse das nämlich, wenn ich die ganzen Dinger da erstmal entwickeln muss. Das war ja immer die Qual bei meinen Beschwörungen. Ey, boah. Und das wird bei den nächsten wahrscheinlich auch so sein. Ich gehe ja auf die 50.000 Kristalle zu auf meinem SW-Account. Und ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll, ehrlich gesagt. So, okay. Wir werden jetzt die Transzendenz öffnen. Und ihr könnt gerne raten, was für ein Net5 kommt. Ich sage, ihr habt ja immer 2 zur Auswahl, ja? Also für die erste Transzendenzrolle habt ihr 2 zur Auswahl. Schreibt mal 2 gerne rein. Einfach mal so, dafür gibt's nichts. Keine Ahnung, digitalen Keks von mir gibt's. Sonst habe ich nichts. 50.000 Kristalle kannst du mir geben. Ich würde sogar was abgeben. Ne? Wir machen erstmal nur eine Transzendenz auf. Okay, das ist gut, das ist gut. So, ich sage, wir kriegen... Markus, überlege, wir kriegen eine Savannah. Savannah und wir kriegen... Kuma, Savannah und Kuma, sag ich, ja? Savannah und Kuma. Savannah und Kuma. Warte, wir haben einen Trick hier. Eine Unbekannte, eine LD, eine Trans. Eine LD, eine Trans, LD, Unbekannte, Safe, LD, Net 5. Ja, 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 ja. Okay, also ich sag Savannah und Kuma. Savannah und Kuma. Okay. Ja. Leider beide Male falsch, aber Windpanda und Laika. Erstmal Glückwunsch, ich weiß nicht, was er hat. Ah, mein Guter, hi, das Chaos. Kretz, Kretz, Kretz. Beide Dupe.
Bei mir wären beide Dupes auf jeden Fall. Wie sieht's bei ihm aus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe Leica gesagt? Sehr gut. Schade, dann halt kein LD-Net5. Nimm den Panda, ist beides wieder Dupe. Oh. Wow. Wow. Manche haben sogar richtig gelegen. Ich sehe es gerade hier im Chat, was manche geschrieben haben. Nice. So, tut richtig weh, dass alles Tubes sind. Ja, da hast du recht. Danke für ein Follow, Ventix. Aber wir kriegen heute sehr viele Netfiles, das sage ich euch. Ich hätte auch einen zweiten Wind Panda genommen, ehrlich gesagt. Danke für ein Follow, Janne. Jetzt saves Java, weil ich gönn ihm die. Ich gönn ihm auch eine Java. Aber wir kriegen noch Netfiles, ich sag's euch. So, machen wir erstmal weiter. Wann willst du die zweite Transzendenz öffnen? Sky, such es dir aus. Rakshasa. Schade, dass so viele Dupes kommen, weil er hat gar nicht so viele Netfiles, was ich bisher gesehen habe. Also schon ein paar, aber nicht so extrem viele, dass es nur noch 5 zur Auswahl gibt, die er noch nicht hat oder so. Wenn beide neu wären, würde ich Leica nehmen. Echt? Würdest du keinen Wind Panda nehmen? Ey, Wind Panda ist so ein schickes, starkes Monster, das euch durch jeden GK hilft. Also heißt nicht, dass ihr automatisch gewinnt, aber der ist schon ein richtiges GK-Monster. Naja, mal gucken, wenn bis 120 MS keine Net5 kam, dann die Trans. Okay, bis 120, dann schauen wir mal, ob wir hier noch einen Net5 rausziehen können. Ich hoffe es einfach mal. Das wäre richtig schön. Vielleicht ein neues. Eine Ciara wäre halt ein Traum. Ich kann ja Ciara ziehen, das haben wir ja mehrfach gesehen. Nur leider irgendwie besser auf meinem Account als auf fremden. Dank für den Follow, Honigdax. Moin, alles fit? Ja. Ich denke, ist alles in Ordnung. Schade, dass das Wetter wieder schlechter geworden ist. Das schöne Wetter tat gut. Dann mal nach der Arbeit schön in den Garten gehen und da ein bisschen entspannen. Das war halt schön. Aktuell ist halt richtig, richtig hässlich hier. Heute hat es zwar nicht geregnet, aber es wurde sehr dunkel. Und es war sehr nasskalt. Boomerang. Naja, was macht ihr aktuell in eurer, naja, freien Zeit, wenn ihr nicht arbeiten müsst oder nicht zur Schule dürft? Was macht ihr aktuell? Schreibt's mal rein. Und vermisst ihr die Schule oder Arbeit, wenn ihr denn nicht arbeiten dürft? Das klingt so bescheuert, ne? Zocken! Ich spiele aktuell so viel wie noch nie in dem letzten halben Jahr, weil ich das neue Final jetzt habe. Und es macht so viel Spaß, muss ich sagen. Wieder mit SW anfangen. Möbelwagen. Damn. SW suchen, schlafen, an meiner Bachelorarbeit schreiben. Das ist eine gute Zeit dafür, um an einer Bachelorarbeit zu schreiben. Das Review machen wir später, Philipp, okay? Ich darf zum Glück noch arbeiten gehen, sonst helfe ich viel im Garten meiner Großeltern. Sehr gut. Ich darf auch arbeiten gehen. Von zu Hause aus. Waterlution. You. Ich lerne fürs Abi oder schau Anime. Streams oder Videos gucken, ab und zu spazieren gehen. Das klingt auch gut. Ich vermisse mein normales Leben. Oh nein. Minecraft. Sehr gut. Animes schauen, SW-Events machen, Sport. In SW hast du halt extrem viel jetzt zu tun. Ne? Also das ist schon... Haben die sich gut ausgedacht. Oder einen perfekten Zeitpunkt auch ausgedacht dafür. Also nicht, dass sie das gewusst hätten. Aber trotzdem, ich habe nur Urlaub, am Montag wieder arbeiten, kann ruhig schließen, meine Firma. Naja, das Geld kommt ja nicht von alleine, ne? Also ich meine, hat ja auch seinen Preis, wenn man dann zu Hause sitzt. Deswegen bin ich eigentlich auch froh, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Ist halt ganz nice. Halloween-Kürbis. Aber mir fehlt es ehrlich gesagt auch ein bisschen zur Arbeit zu gehen, um meine Kollegen zu sehen und nicht nur mit denen immer im Chat zu schreiben, was auch immerhin etwas ist, aber die Leute live zu sehen ist dann doch etwas schöner, muss ich sagen. Wie kann ich ein normales, ein Monster-Review kaufen? Ja, Ausrufezeichen-Review, aber gerade hat einer eins gekauft. Das heißt, das hat erstmal, ich glaube, 20 Minuten Abklingzeit. Deswegen musst du so lange warten. Mach das aber am besten in einem anderen Stream, weil der heute ist ziemlich vollgepackt mit Beschwörungen. Beim anderen kann ich dann besser auf dich eingehen. Das kostet dann ein paar Nekos. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich glaube 169 oder so. Okay, so.
Leider haben sich die Net 5s ein bisschen verzogen. Wir sollen ja bis 120 machen, vielleicht kriegen wir ja bis dahin noch was. Sind aber nur noch 10, muss ich zugeben. Dass die Wahrscheinlichkeit da sehr gering ist. Danke für den Follow. Frost Ice. Machst du auch Rollen auf? Ja. Kriege Raid 4 nicht hin. No. No. Ich bin gerade dabei, die ganzen Missionen in Videos zu machen. Ich nehme das alles auf. Für Leute, die das irgendwie in ein paar Wochen oder so versuchen, danke für den Follow. General Adonis. Und es kann schon frustrierend sein, dass manche Aufgaben ziemlich lange dauern. Ich habe ein paar Tricks für manche Aufgaben, aber andere dauern halt sehr lange mit den Six-Star-Runden. So. Danke für den Follow. Nein, nein. Nynxiet. Jed. Wie auch immer. Nein, auf deinem Account. Auf meinem Account werde ich auch beschwören. Nicht heute, aber demnächst. Ich habe ja fast 50.000 Kristalle, 130 MS, 8 Legendäre und demnächst dann die Transzendenz oder so. So, sollen wir die Transzendenz öffnen? Naja, dann good luck auf zwei weitere Dupes. So, wir kriegen jetzt die nächsten zwei Net 5s aus der Transzendenzrolle. Ihr könnt mal wieder raten, was wir bekommen. Hoffen wir mal, dass wir keine Dupes bekommen. Ich wünsche es dir, dass du was richtig Cooles bekommst. Na, ich schau da mal wieder weiter. Bis dann. Viel Erfolg noch. Danke. Dir auch. So, good luck, Sky. Du kriegst jetzt. Was ist denn neu? Du kriegst eine Ciara. Ich sag Ciara. Wir kriegen zweimal Ciara. Einmal links Ciara, einmal rechts Ciara. Das wäre so die perfekte Transzendenzrolle für mich. Links Ciara, rechts Ciara. Okay, ganz viel Glück. 3, 2, 1. Bitte, Ciara, komm, Mann, ey. Let's go! Ciara! Ja! Erstmal Glückwunsch, leider keine Ciara. Ich hoffe, beides sind nicht Tubes. Ich kann mich nicht freuen, bevor er sagt so: Neue Monster! Rika! Yay! Ist kein Dupe, oder? Dann. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Rika. Okay, also ich habe die hier auf meinem Baby-Account. Die besitze ich nirgendwo. Segment mag ich eigentlich sehr gerne. Und ich bin nicht so negativ eingestimmt wie viele andere bei ihr. Aber Rika ist schon ein Schatz, muss man sagen. Sehr hübsch und sehr, sehr stark und sehr nützlich. In vielen verschiedenen Bereichen. So, also Glückwunsch zur Rika. So. Voll cool. Also ein sehr, 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 sehr starkes Monster. So, wir haben natürlich noch ein paar Schriftrollen und wir haben auch Legendäre. Also vielleicht kriegen wir noch eine 5. Ich hoffe es. Aktuell haben wir 4. Ne? Ja, 4 Stück haben wir bekommen. Mal sehen, ob wir noch ein fünftes kriegen. Ich hoffe es. Das wäre ganz cool. Finde das mit der Transzendenz echt geil, aber eine Sache stört mich für die Leute, die sie noch nicht, die sie noch nicht so gut im Game, zum Beispiel wie ich, können nicht so leicht 1200 Punkte in der Arena bekommen. Ah. Ja, also es soll ja auch eine Herausforderung sein. Ist ja jetzt nicht so ein Event, das nach ein paar Tagen vorbei ist oder so. Diese Missionen da sind ja jetzt für immer drin, also kann man sich das ja auch erarbeiten. Ich fände es gut, dass die Aufgaben nicht so mega einfach sind, dass man das erstmal erreichen muss, einen gewissen Stand im Spiel. Sonst wäre die Transzendenz ja einfach so geschenkt. Die wollen einfach nur jedem ermöglichen, dass man früher oder später in den Genuss eines Net 5s kommt, was natürlich sehr schön ist, die Idee dahinter. Und dass es, wie gesagt, zeitlich nicht begrenzt ist, das ist noch besser. Und dass jeder gratis einfach eine Transzendenz bekommt. Also, ich muss sagen, sehr, sehr, sehr. Sehr schön. Segment ist auch nicht schlecht, aber Rika ist einfach besser. Sehe ich genauso. Also ich finde Segment auch ziemlich cool. Die kann natürlich im Endgame sehr interessant für eine Arena-Dev sein, zum Beispiel. Eine sehr, sehr, sehr schnelle, die eine Tiana countern kann. Aber ist natürlich auch wieder so ein sehr Spezialfall. So. Aber mit den 1200 Punkten in der Arena habe ich mit einem 3 Tage alten Account auch geschafft. Ja, komm. Also ich meine, manchmal ist es auch härter in der Arena. Am Anfang der Woche ist es halt einfach. Man kann dann einfach so ein bisschen farmen mit
Weil viele halt nur ein Monster in der Arena drin haben. Wenn man das freitags oder samstags macht, ist es natürlich schwieriger, die Punkte zu erreichen. Aber am Anfang der Woche ist es relativ einfach. Da muss ja einfach die picken, die easy sind, und dann einfach, wenn keiner dabei ist, einfach warten und dann refreshen. Das geht ja auch. Hey Evan, denkst du daran, mir auf Insta zu antworten? Ja, mache ich. Ich habe gestern habe ich meine ganzen Nachrichten mal angeschaut, ey. Da waren zu viele, und bei manchen habe ich auch schon, ja, manchen habe ich auch schon sehr lange nicht mehr geantwortet, aber da waren zu viele Nachrichten, es tut mir leid, aber ja, ich habe eben Iona gezogen. Grats! Iona ist richtig gut. Richtig gut. So, ich will noch einen Pfeif haben, ehrlich gesagt, hier. 4 sind mir ein bisschen zu wenig. Es fing so krass an und dann ging es ein bisschen zurück. Meh. So. Zack. Weiter geht's. Wir haben noch 48 Rollen, ist nicht mehr so viel. Wer war Iona? Iona ist Licht-Epikon. Ein sehr cooler Reviver. Piratenkapitän. Eigentlich muss ich aufpassen, ne? Weil jeder Blitz könnte jetzt in der Pfeife sein. Wir haben ja keine Segen mehr. Das heißt, selbst wenn ich dann auf Skip drücke, kann es einfach ein Net 5 sein. Ich hoffe, das passiert. Wie sieht's eigentlich mit dem Aquarium aus, Heaven? Ja, hab mir das genau jetzt ausgesucht. Das wird gebaut. Und ich überlege noch, wie ich das genau mache. Weil ich ja umgezogen bin wegen meiner Arbeit. Aktuell bin ich ja wieder zurückgezogen. Also nur für den Moment. Und deswegen weiß ich nicht, wo ich das hinstelle. Und je nachdem wird das natürlich, wie soll ich das sagen, etwas anderes bedeuten für die Tiere. Deswegen muss ich gucken, wo ich dann in Zukunft häufiger bin oder ob ich demnächst nochmal umziehe. Ja. Hab Annabelle und Windmonkey bekommen. Nice! 2 sehr starke Monster, die sich viele wünschen. Deine Aang ist Chip, mein Feueraffe, Sek, was? Achso, bevor sie heute 3 neue Runen bekommen hat, 32 Crit Rate und 60 Crit Damage. Ja, okay. Also, sie hatte keine guten Runen, sage ich mal so. Man hat trotzdem sehr viel Schaden gemacht. Wenn man natürlich keine Crit Rate und keine Crit Damage hat, dann ist das was anderes. Danke für den Follower LB90 LOL. Hab vorgestern Fermion gezogen. Nice. So, MS sind wir durch. Wir haben Feuerschriftrollen. Würfelmagier. Vielleicht bleibt es wirklich bei diesen 4 Net 5s. Ich habe Kuma und Pang bekommen. Nice. Ich habe noch nichts bekommen, aber ich habe auch noch nichts geöffnet. So, bitte schickt mal alle ein Herz in den Chat. Wir wollen was Cooles bekommen aus den LDs und aus den Legendären. Hab gestern die 100 MS beschwören mit meinem Vater gemacht, hab einfach so Ballwerk Tube gezogen. Jetzt habe ich wenigstens ein Blessing für die Transrolle. Immerhin. So, ganz viele Herzen bitte. Wir kriegen jetzt was Cooles, ich sag's euch. 3, 2, 1. Let's go, Baby! Und hi, Alpha Cat. Ich hab dich gerade gesehen. Oh, komm bitte ein LD-Blitz, damit ich da richtig liege. Komm. Mach mal eine legendäre in der Zwischenzeit auf. Rakshasa. Kein Blitz. Ja, ich hasse LDs. Ich hasse LDs. Ragdoll incoming. Schön wär's. Komm! Da! Uah, das will ich nicht sehen, ey. Das war zu hässlich. Pirat. Komm, Net 5! Ich will nur eins. Uah. Wir hatten am Anfang zu viel Glück, ey. Viel zu viel Glück. Uah, Barbarenkönig. So, eine LD. Ne, kein Blitz aus den LDs, ey. Nicht so schön. Ein Horus und die letzte. Komm, bitte, Net 5, bitte. Barbarenkönig. Okay, das war's. Wir haben auf dem ersten Account. Ich hätte mir mehr erhofft, ehrlich gesagt.
Wir haben 4 Net Fives gezogen. So. Darauf haben die meisten sogar getippt. Hier sind eure Nekos, die ihr gewonnen habt. Ich habe gestern Molong und Vinci Meere gezogen. Aber die sind auf jeden Fall ganz cool, also Glückwunsch. Wenn du Anfänger bist, dann hilft dir die Vinci Meere mehr. So. Leider haben wir nicht mehr bekommen. Wir wechseln gleich den Account. Aber trotzdem haben wir 2 neue Net Fives und ein Winpanda Dupe, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Sky, das ist für dich. Ich hoffe, du bist damit halbwegs zufrieden. Wir zählen jetzt einmal die ganz kurz die Monster. Also, wir haben einen Net Five verfoodet. Ja, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ups, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Die haben mich komplett verzählt. Was war das? Okay, warte, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37, damn. Das war sehr, 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 sehr komisch vom Zählen her. Ich glaube, 37 haben wir insgesamt. I don't know. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft für ihn, aber ist okay, würde ich sagen. So, wir wechseln jetzt den Account. Okay, also, wir kriegen ein garantiertes Net 5, dann kriegen wir plus die zwei legendären, drei garantierte Blitze. Ich sage, wir bekommen 14 Blitze, okay? Ich sage 14. 14. So, SW-Raids sind immer gut, auch in Dungeons. 2 Stunden grinde ich schon für 5 Six-Star-Runen. Also ja, also da, ganz ehrlich, ne? Die haben ja die Six-Star-Runen-Drop-Rate damals. Die Scheine dürfen wir übrigens auch öffnen. Die Six-Star-Runen-Drop-Rate haben die da damals verbessert, ja? Ganz ehrlich, BS ist das. Also die Six-Star-Drop-Rate ist so übelst low, 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 low. Low, low, low. Okay, 3, 2, 1, let's go, Baby. Hoffentlich kriegen wir was von seinen Wünschen. Das wäre ein Traum. Das Schöne ist, dass ich alle seine Wünsche habe. Windpanda, Pernas, Yara, sogar 2 Pernas, 2, 3 Yaras. Nur ein Windpanda. Erster Blitz, okay. Danke für den Follow, Leon Liebel. Das erinnert mich direkt an meinen Liebli, der auf meinem zweiten Account rumgammelt, ey. Der Arme. Da habe ich mal kurz Zeit wieder auf meinem zweiten Account gespielt und dann jetzt wieder seit Ewigkeiten nicht. Danke für den Follow, X-Pizza-Brot. Hallo, Shoutout an Omega Ace. Nice. Hast du immer noch Net 5 Glück? Auf meinem Account ja. Auf diesem Account, ich hoffe es. Ich wünsche es ihm auf jeden Fall. Eine Meerjungfrau. Was ist euer aktuell größter Wunsch im echten Leben und in SW. Kann man so gut, kann man so total gar nicht vergleichen. Aber was ist euer größter Wunsch im Leben aktuell? Also was ihr euch kaufen könnt. Ja, nur vom Kaufen her. Was ihr euch kaufen könnt. Und euer größter Wunsch in SW vom Monster her. Was, wenn ihr euch eins aussuchen dürftet. Danke für den Follow Silent Arts. Würde mich jetzt interessieren. Haben deine Meinung, wenn wenig zum Sixter machen soll? Crow, Hua oder Emma? Es kommt darauf an, wofür du die brauchst. Ist sehr schwierig. Sind die Punkte für Zuschauer verbuggt? Bin seit 30 Minuten dabei und habe keine bekommen. Eigentlich müsste das funktionieren. Versuch's nochmal mit Ausrufezeichen Nekos. Danke für den Follow Lord Goku. Windpanda, größter Wunsch in SW? Shiner. Echt noch eine Shiner? Nach all der Zeit in SW bist du. Größter Wunsch: Ciara. Summon of War, alle Packs und in Monstern alle Drachenritter und alle Phönixe. Ein Phönix kannst du ja natürlich holen. Es wäre natürlich Perna. Hahaha. Mein größter Wunsch in echt ist Animal Crossing und in SW Wind Panda. Ja, ganz ehrlich, ich habe ja eigentlich fast nie Wünsche, die ich mir kaufen könnte. Weil, wenn ich mir sowas aussuchen könnte, ich glaube, ich würde mir auch die Switch holen.
Und dann Animal Crossing. Da hätte ich schon Bock drauf, weil ich sehe es die ganze Zeit in allen möglichen Social Media Accounts, in der Timeline, immer Animal Crossing Bilder. Und ich hätte schon Bock auf das Spiel, muss ich zugeben. Aber ja, ob sich das lohnt, ist halt die Frage für mich. Deswegen gebe ich das Geld dafür nicht aus. Ana, oh. Ich habe zwei Anas. Ich würde dir eine abgeben. Hoffen wir mal, dass wir hier noch in der Pfeife kommen. Das sieht bisher so schwächt aus. Also eins kriegen wir ja garantiert, aber ich will noch eins bekommen. Switch ist mega, definitiv kein Fehlkauf. Ja, ich weiß, es sind so viele begeistert von der von der Switch, selbst in meiner Firma. Aber ich habe halt zu wenig Zeit, meine ich. Also ich spiele ja kaum. Aktuell schon Final Fantasy, aber das ist seit, ich glaube seit. Oh! Ja, hol dir. Die Musik ist so richtig Depri, ey. Was ist denn das, ey? Die Musik passt so gar nicht dazu. Grats! So, sorry Sky, ey, das ist jetzt voll sad. Mein Wunsch in echt ist ein neuer Gaming-PC, obwohl meiner gut ist. Na, das ist ein bisschen teurer als eine Switch, ne? Du willst einen Poseidon haben? Ich dachte, Ciara wäre dein größter Wunsch. Sollen wir wirklich Poseidon nehmen? Seht ihr das auch so? Poseidon? 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 Ja, dann nehmen wir Poseidon, würde ich sagen. Ne? Also ich bin ja großer Ciara-Fan, aber Poseidon ist auch ganz gut. Also ich kann verstehen, wenn man Poseidon nimmt. Ist schon ein schickes Monster. Sophie benutzt ja Poseidon auch ziemlich gerne. Und ja, ist sehr stark, muss ich sagen. Ich meine, Ciara ist halt weiblich und sehr stark, aber ich denke, Poseidon ist auch in Ordnung. Also kann ich vertreten, dass wir den Poseidon hier nehmen. Yes, Poseidon. So, Glückwunsch zur Ciara. Ich habe natürlich nur Spaß gemacht. So, ich bin ja selbst großer Ciara-Liebhaber und Fan. Deswegen kann ich die Wahl definitiv verstehen. So ein cooles Monster würde ich sogar dreimal bauen, habe ich ja. Tja, Glückwunsch. Aber ich meine, selbst Poseidon wäre auch eine gute Wahl gewesen. Weißt du, was RIP wäre, wenn jetzt gleich aus der Transzendenz noch eine Ciara kommt? Dann hättest du wahrscheinlich dir gewünscht, dass ich den Poseidon nehme. Meinung zu Feuer-Pure Ray. Ist ganz okay. Die wurde ja, ich weiß gar nicht mehr wann, die wurde ja mal gepatcht, gebufft. Und seitdem ist sie ein bisschen. Ich bin da immer nicht so überzeugt von ihr, Kmu. Andere sind viel cooler. Wie zum Beispiel der Feuersukubus, ne? Ich habe ja heute auf YouTube Dings gepostet, so eine Umfrage gepostet, wer mein nächstes Sixter sein soll für die Mission. Danke für den Follow, Asuramaru. Und da habe ich unter anderem auch die Feuersukubus aufgeschrieben. Und kein Schwein wollte, dass ich die Feuersukubus baue. Ey, die ist jetzt ganz cool geworden, muss ich sagen. Aber. Oh! Yes! Danke für den Follow. Ramaha 0609. Hab mir sogar limitierte Switch mit Animal Crossing gekauft. Nice, die sieht richtig sick aus, muss ich sagen, ey. Heron, ja, Ciara ist ein Mädchen. Es gibt auch Mädchen, die Typen attraktiv finden. Hallo. Ja. Ja, ich habe nur für mich gesprochen. Amelia! Amelia, habe ich Emilia gesagt? Amelia! Amelia! Grats! So, da ist das zweite mit Pfeif. Das ist so ein hübsches Einhorn, ey. Sieht schon sehr cute aus, muss ich sagen. Okay! Weiter geht's. Sehr erfolgreiche Beschwörung, muss ich sagen. Und wir haben noch die Transzendenz, ey. Das ist schon sehr schön, muss ich sagen. Ich konnte dank dem Event 400 Fives auf Sixter machen. Hat sich voll gelohnt. Nice. Ich fange gerade an, Akia zu bauen. Ist auch nicht so. Ich finde Akia ziemlich gut, ehrlich gesagt. Das ist so ein Baby-Cyrus, ne? Ich habe Cyrus, aber ich dachte, Akia ist ganz cool, weil ich halt eine Hathor habe. Und dann könnte man die sehr schön zusammen benutzen, ohne dass die Leute aufwachen.
Namen, lieber Heaven, war schon lange nicht mehr in deinem Stream. Willkommen zurück, Nightshade. Ja, ist auf jeden Fall ist richtig gut geworden, dieser Akia. Und oh, was ist das denn? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob er die hat, aber oh mein Gott. Das nächste in der Fall. Heilige Scheiße, ey. Nice, danke für den Follow. So, oh mein Gott. So, also. Yeah. Nein, habe ich nicht. Sehr gut, sehr gut. Nexus OG. Heftig, wie viel wir hier bekommen, ey. Damn. Das ist schon sehr schön, muss ich sagen. So, machen wir weiter. Charlotte, das ist auch ein sehr schönes Monster. Ich mag die auch sehr gern. Ja, was soll ich dazu sagen? Akia gleich Zyros Free to Play. Genau, genau. Nur halt mit dem Bonus, dass sie mit Hathor sehr gut zusammenarbeiten kann, weil die halt die Monster nicht aufweckt. Das ist sehr gut. Aber die Leute wollten keine Akia. Die Leute wollen ein anderes Monster. Wer es nicht gesehen hat, den spoilere ich jetzt nicht. Ihr seht das dann im Video, wenn ich zum Sixter gemacht habe. Aber naja, Akia, ich hab die auf jeden Fall im Auge und werde die dann vielleicht irgendwann zum Sixter machen. Kann man eigentlich zwei Beth gebrauchen? Ja, kann man. Mögen manche sogar und kann. Boah, ich dachte gerade, wir kriegen den Drachen dahinter. Kann man. Man kann zum Beispiel eine Qual und eine Gewalt Beth. Vielen Dank für den Sub, Ruppig! Dankeschön! 5 Monate! Ehre! Aber ja, ist auch nicht falsch, wenn man die in Segen umwandelt. Bei dem Event entscheidet. Was? Event Schmied. Ah, beim Event Schmied, welche Subs auf Tempo ruhen mit HP-Prozent und Gewalt ruhen mit Speed? Es kommt immer auf das Monster an, ne? Also, wenn du jetzt eine Gewalt-Speed-Rune dir holst, ist es ja mega abhängig von dem Monster. Eine Gewalt-Speed-Rune kann auf einen Supporter, dann wird sie halt HP und Death und Rest und Accuracy Substat. Wenn die HP-Speed-Rune aber auf eine Ciara kommen soll oder so, dann willst du HP und Attack haben und Accuracy. Wenn du die auf einen Damage-Dealer wie auf eine Perna haben willst, dann willst du Crit Rate und Crit Damage und Attack haben. Kommt halt immer darauf an, auf wen du die Speed-Rune setzt. Genauso zur HP-Rune. Ist das ein Monster, das mit HP skaliert, dass du auf Damage baust, dann willst du Crit Rate, Crit Damage haben und ein bisschen Speed. Ansonsten beim Supporter Death Rest und so. Ja, ja. Kann man nicht so individuell sagen. Immer noch keine Punkte, das ist merkwürdig. Kann man Ludo für TOA, TOA Hard benutzen und kann man Luis für TOA, TOA Hard und Giants Pretend oder Giants benutzen? Was ist GB? GB ist Giants, oder? Luis kannst du sehr gut in Giants benutzen. TOA, du kannst jedes Monster in TOA benutzen. Es ist halt nur die Frage, was sinnvoll ist. Ludo, es ist ganz lustig, aber ehrlich gesagt, ich würde beide sind nicht so Main TOA Monster. Kann man nutzen. Luis, ziemlich gut, macht das Ganze sicher. Ja. Chilling, danke für den Follow. Die Netz oder so. Die Netz. Alpha Cat schreibt gerade, Luis ist super für TOA Hard. Siehst du, kannst deine Luis da sehr gut nutzen. Natürlich ist Luis nicht so ein Standard TOA Monster, dass deine Runs natürlich schnell mit Dots und Stunts und so mit CC durchbringt, aber sie bringt halt ein bisschen Sicherheit in das Team rein. Sagen wir es einfach mal so. Wer ist Luis nochmal? Luis ist Dings, diese Paladinin in Wind. Dank für den Follow KDK Verwund. Immer diese Frage mit kann on ihr etwas. Okay. Wie findest du Naomi zweite Erweckung? Habe ich noch nie gesehen. Wobei, wartet, ist Naomi? Wartet, ist Naomi ist Wasser, oder? Ne, wer ist Naomi? Ich weiß gar nicht mehr, wer Naomi ist. Wer ist Naomi? Klär mich auf. Ich muss das Lager erstmal finden. Oh, wir kriegen noch eine MS dazu. Cool, wir haben nicht mehr so viel Mana, aber. Oh oh. Aber das passt hoffentlich noch. Wieso ist das Lager so klein? Was ist das denn? Habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. So ein Babylager, ey.
Wir schauen mal. Wir haben nicht mehr viele Rollen, aber wir haben noch 2 MS, eine Wind, 7 Feuer, 3 LDs, 2 Legendäre und eine Transzendenz. Windkatze. Oh, Windkatze habe ich noch nie gesehen. Im Kampf Wasserkatze, Feuerkatze und Darkkatze finde ich sehr interessant. Gestern aus der Transzendenz mit Fiste bekommen. Erstes Tiupno. So. Wir werden jetzt erstmal die 2 MS öffnen. So, 2 MS. Und die letzte, die wir gerade gekauft haben, hat sogar noch einen Blitz gebracht. Eine Lisa. Okay, so jetzt noch die Windschuftrolle. Also, das war mal so eine Story, das hat mich gerade daran erinnert. Das ist bestimmt 2 oder 3 Jahre her. Da hat einer in einem Beschwörungsvideo, das ich aufgenommen habe, sich eine Lisa gewünscht, weil seine Freundin Lisa heißt. Und da habe ich irgendwie so lustige Geschichten zwischen den beiden erzählt. Ja, das ist schon lange her. So, Blitz aus der LD! Oh mein Gott, ich habe Angst bei diesem Account. Okay, also das ist okay, ne? Neben diesen ganzen Net5s ist der Todes. Oh. Hab gestern aus MS Fairy King bekommen. Nice! Win Fairy King. So, Glückwunsch zu dem Hall of Hero Monster. Wenn er jetzt noch ein paar DM rausgekommen wäre oder so. Aber ich meine, es ist okay, ne? Ich glaube, das akzeptiert er nach diesen ganzen neuen Net5s. Mission. Plus 12, 2 Runen. Ich mache es, es zählt nicht. Ich danach. Cool. Ich muss jetzt mehr Mana benutzen und habe fast nichts. Oh. Ich wünsche mir ein Corona, weil irgendwer Corona hat, lol. Oh. Könntest du ein TOA Hard Video machen? Ich habe so viele TOA Hard Videos machen. Schon gemacht. Was war's für ein Satz, ey? Okay, wir haben noch zwei, drei Schriftrollen, zwei Legendäre und eine Transzendenzrolle. Ihr könnt wieder raten, was wir für Net5 bekommen aus der Transzendenzrolle. Und solange machen wir die Stones auch, aber dann haben wir keinen Platz mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt mache. Wir brauchen drei Plätze. Und wie viel Mana brauchen wir? 100.000. Ah ja, das reicht vom Mana. 200.000 Mana brauchen wir. Und wie teuer ist das hier? 200.000, okay. Passt ja. Okay. Dann können wir ein bisschen Platz hier machen. Ne, lassen wir einen Platz übrig. Oder frei. So. Aus der Trans ein Succubus. Was? Tesha, Kuma, Zyros. Hey, ich komme gerade richtig. Du hast schon einige Net5s verpasst, aber ja, du siehst jetzt die letzten Net5s hier. Oder das letzte Net5. Poseidon, Tesha. Heaven, vergiss mein Review nicht, mache ich danach. Kein Blessing, dann sage ich Savannah. Savannah. Einige tippen auf Savannah. Retake, ciao. Ich sage, ich bleibe wieder bei Savannah. Danke für ein Follow. Main 7. Beth sagt Alpha Cat. Kami sagt Honigdachs. Okay, wir machen erstmal die Legendären. Ein Wasser Ninja. Und. Hab den Namen sogar vergessen von diesem Typ. Keine Ahnung. So, 3, 2, 1. Let's go, Baby! Transzendenzrolle. Das letzte Net5 auf diesem Account. Ein Abellio. Abellio. Zebrolta, ich sage erstmal Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob er ihn hat. Auf jeden Fall haben wir einige coole Net5s hier bekommen. Neues. Sehr gut. Noch ein neues Net5. Hui, damn. Also, ich meine, das sieht sehr gut aus hier, ne? Das sieht sehr gut aus. 4 neue Net5s. Glückwunsch auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr schick, dieser Account hier. Insgesamt haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Blitze. Sehr gut. Viel besser als das, was ich ge geraten habe. Und ja, Glückwünsche sind sehr, 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 sehr tolle Net5s. Hast du dir verdient. Es sieht sehr schön aus in der Gilde hier, ne?
Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich in den nächsten Videos und Streams wieder. Nächste Woche wahrscheinlich gleiche Zeit wie der Stream, also 18.15 Uhr. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Bleibt gesund und nutzt eure freie Zeit sinnvoll. Ich habe noch einige Videos aufgenommen, die ich in den nächsten Tagen hochladen werde. So, schönen Abend an euch alle und danke Sky und Nico, dass ich auf euren Accounts beschwören durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr freut euch über eure neuen Monster. So, ganz viel Glück beim Beschwören und ganz viel Liebe von mir und danke für den Follow Tischlampe. So, haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr bekommt ein Heaven-Herz von mir.